Eine Gruppe von jungen Leuten hat jetzt eine eher sehr seltsame Idee geboren, hat sich auf eine Entdeckungsreise begeben in den nicht gerade reißenden Wienfluss und untersucht, ob der schiffbar wäre. Mit Schlauchbooten sind die ausgerückt für das Experiment und haben versucht, vom Stadtpark zum Donaukanal zu kommen. Der Chef des Expeditionstrupps, Admiral Möser, schaut sich die Einstiegsstelle genau an. Bei dieser Expedition soll der Wienfluss bis zur Urania befahren werden. Das Team ist perfekt ausgerüstet, von der Leuchtrakete bis zur flüssigen Verpflegung. 8 Seeleute sind zum Forscherdienst erschienen. Die Boote werden startklar gemacht. Der Forschertrupp wird abgeseilt. Obwohl das verboten ist. Admiral und Kommandant Möser macht sich Sorgen. Anstrengend. Das Wetter ist gegen uns. Alle Elemente haben sich gegen uns verschworen. Tosende Wellen da unten. Soll es angeblich Stromschnellen geben. Ich glaube, es wird schwierig. Die Männer machen sich auf den Weg. Ich habe vor, zu erkunden, ob der Wienfluss zwischen Stadtpark Mitte und Urania erstens beschiffbar ist und zweitens, ob er auch wirklich durchgehend ist. Der Start verläuft den Umständen entsprechend. Mit aller Kraft paddeln und stapfen die Forscher ihrem Ziel entgegen. Über Wasserfälle, immer weiter in Richtung Urania. Gegen Ende der Entdeckungsreise, am Zusammenfluss von Wienfluss und Donaukanal, droht in der erschöpften Mannschaft eine Meuterei auszubrechen. Die Männer befinden sich bereits im Ausnahmezustand. Doch das Ziel wird erreicht. Es ist einfach eine Genugtuung für jedes Entdeckerherz zu wissen, dass man wieder einen leeren Fleck von der Landkarte entfernt hat. Zum Nachmachen allerdings weniger geeignet, ist nur mit Genehmigung möglich und es finden sich sicher auch noch nettere Strecken zum Bootfahren in Wien.